Weiter. Jetzt hatten wir gesagt, wie kann man jetzt mal den Scheitelpunkt entsprechend verschieben. Naja, so schwer war das nicht. Wir hatten die sogenannte Scheitelpunktsform. Wir hatten ja gesagt, wenn da steht f von x ist gleich ax² plus bx plus c, dann war das die sogenannte Normalform. Also hier ist es nicht ganz die Normalform, da müsste a1 sein, aber wir nehmen das jetzt mal so an, Normalform. Die Scheitelpunktsform hieße aber, die muss dann so aussehen. X plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Und nochmal zur Erinnerung, minus d ist die x-mäßige Verschiebung und das e, mache ich mal blau, und das e, das kann ich direkt hier hinten ablesen. Also der Scheitelpunkt sieht dann so aus, der Scheitelpunkt hat diese Koordinaten. Ich kann das d mit umgekehrtem Vorzeichen entnehmen. Hier mein d, hier ist es ein plus d und das e kann ich zum Glück direkt ablesen und habe dann direkt den Scheitelpunkt. Wenn ich das wieder ausmultipliziere und entsprechend wieder zusammenfasse, dann komme ich wieder auf so eine Form, auf so eine Normalform. Ich sag mal, lassen wir das mal bis dahin weg, das a nehmen wir mal als 1 an. Aber wie gesagt, im Einzelnen kommen wir noch darauf. Nochmal zur Erinnerung, die sogenannte Linearfaktorenform, da kann man auch was ablesen. Die zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel jetzt dafür, damit die Zahlen schön, mit Zahlen geht es meistens leichter. X plus 3 in Klammern mal x minus 5, da kann man was ablesen. Da kann man super x01 und x02 die Nullstellen ablesen. Ne? Das war die Linearfaktorenform. Und hier hatten wir ja Scheitelpunktform dazu gesagt. So, jetzt wäre das hier, ist es ganz leicht abzulesen. Jetzt sagen wir hier, müsste dann x01, nämlich die Nullstelle, die kann man hier schön ablesen. x01 müsste minus 3 sein und x02 ist dann plus 5. Tja, jetzt kann man hier aus dieser ganzen Geschichte aber noch was entnehmen. Ich versuche das mal zu skizzieren. Und zwar x-Achse, y-Achse. Und ich zeichne jetzt mal ein. Minus 3, hier ist 1. Minus 1, hier ist plus 1, hier ist auch 1. Und ich zeichne mal ein. Minus 3 und 5. Also 5 wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Hier wäre die eine Nullstelle. Und hier bei 1, 2, minus 3, hier die andere. Machen wir es mal so. Die ist hier und die hier ist hier an der Stelle. Was kann man jetzt noch erahnen aus diesen beiden Nullstellen? Und was kann man nicht erahnen, beziehungsweise auch nicht sicher festlegen? Richtig, fassen wir es mal zusammen. Wir können eins können wir nicht. Es könnte, das mache ich aber gleich wieder weg, der Graph so rumlaufen. Beziehungsweise, es könnte der Graph auch andersrum laufen. Aber eins haben wir gesagt, das geht. Aus der Mitte zwischen diesen beiden Punkten, da muss irgendwo der x-Wert des Scheitelpunktes liegen. Also, wir wissen schon mal vom Scheitelpunkt die x-Koordinate. Und wie kann man die Mitte errechnen? Indem man einfach sagt, die Strecke von minus 3 bis plus 5 ist 8 lang. Die Hälfte davon ist 4. Also von hier aus 4 nach rechts, bei 1 müsste sie liegen. Rein rechnerisch den Durchschnitt ausrechnen, das dürfte man können. Also von minus 3 bis plus 5, die Differenz von minus 3 bis plus 5. Und daraus die Hälfte, dann haben wir schon mal den x-Wert des Scheitelpunktes. Und wie kriegt man den y-Wert raus? Richtig. Und den Scheitelpunkt selber, den kriegt man jetzt ganz leicht raus, indem man sagt, die x-Koordinate habe ich und die setze ich einfach hier oben ein. Ich setze hier eine 1 ein. 1 plus 3 ist 4 mal 1 minus 5. Ist minus 4, 4 mal minus 4 ist, oh, minus 16. Liegt also ziemlich tief weit unten. Ne? Also hier richtig brrt, ziemlich weit unten. Und dann ginge das wohl. Und dann kann ich wieder einen nach rechts, einen nach links und brrt, kann ich meinen Graphen dann zusammenbasteln. Oh, naja. Sah jetzt ein bisschen hässlich aus, denn ich bin ja auch nicht bei der 1 gewesen. Machen wir es. Nochmal wieder weg, das sieht ja furchtbar aus. Also, nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nehmen wir es hier an. Und jetzt 1 nach rechts, 1 nach links, 2 nach rechts und so weiter. Und wir würden dann hier gleich landen. Also kann man auf diese Art und Weise ganz schnell
mal den Graphen auch darstellen. Genau. Gut, machen wir jetzt erstmal Pause bis dahin und überlegen noch einige Sachen. Also, wir hatten eine Idee, wir sagen einfach, wir sagen, diese Mitte, diesen Scheitelpunkt, also xs, kann man ermitteln. Nehmen wir es mal an. Wir sagen einfach x01 plus x02 und dann den ganzen Mist durch 2 teilen und dann haben wir xs. Das würde in diesem Fall wahrscheinlich gehen. Also xs hierfür, für den roten Graphen, sähe so aus. x01 hatten wir gesagt, minus 3 plus 5 und das alles durch 2. Minus 3 plus 5 ist 2, durch 2 ist 1. Würde gehen. Sieht so aus. Nehmen wir mal einen anderen Fall. Nehmen wir mal an, x01 wäre, nehmen wir mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X01 sei mal minus 9 und x02, ja, kleinen Moment, ist minus 3. Machen wir das mal. Jetzt kam der Vorschlag, wir müssen nachbessern. Das geht so nicht. Wir machen das. Beziehungsweise in der allgemeinen Formel das. Mal sehen, ob das hier auch funktionieren würde. Machen wir das mal in blau. Xs wäre demzufolge der Betrag von minus 9 plus den Betrag von minus 3 und das alles durch 2. 9 und 3 ist 12, durch 2 ist 6. Oh. Stimmt das? Ich habe einfach mal vorgegeben, zwischen 9 und 3 sollte mal hier irgendwie so ein Graph laufen. So, was jetzt? So, also das ist hier so eine Geschichte. So hier mit Betragsstrichen, ne, dann ergibt sich hier auf keinen Fall eine 1 und ach, so richtig ist das noch nicht. Aber wir können ja eins ausprobieren. Und das hatten wir ausprobiert. Wir lassen mal die Betragsstriche doch weg und sind ein bisschen stur. Beispiel, ich sage hier, xs ist gleich einfach x01 plus x02 und das alles durch 2. Mal sehen, ob das geht. Hier im ersten Fall, oder im blauen Fall, xs wäre dann minus 9 plus minus 3 durch 2 und man sieht, das wird wirklich minus 6. Geht doch, ne? Machen wir das hier für die andere Geschichte. Da hatten wir ja minus 3 und 5. Im roten Fall heißt das, xs müsste dann sein minus 3 plus 5 und das durch 2. Gucken wir, minus 3 plus 5 ist 2, durch 2 ist 1. Scheint zu gehen, ne? Also ist gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir solche Sachen mal ausprobiert, minus Wurzel 2 plus Wurzel 2, also das wäre dann hier bei 1,414, aber damit man das auch mit jeder blödsinnigen Formel machen kann, kann man sagen, hier in diesem Fall ist es leicht, da hätten wir solche Punkte hier. Hier knapp, aber gleich weit von der Y-Achse entfernt. Das beides hebt sich auf, das wird dann 0. Und so weiter. Na, mal sehen. Solche Theorien, die schaden nicht, denn da muss man nicht so viel auswendig lernen. Andere Sache. Jetzt kam eine Frage, muss man das immer so spannend machen mit der Linearfaktorenform? Was ist denn leichter? Das ganze Ding auszumultiplizieren, dann noch die PQ-Formel anzuwenden, um Quatsch, PQ-Formel, auszumultiplizieren, dann einzusetzen, ich finde das ein bisschen, oder das Ding auszumultiplizieren, dann in die Scheitelpunktform umzuwandeln, um dann den Scheitelpunkt zu ermitteln. Ich halte es für ein bisschen umständlich. Aber die Übung, die sollten wir uns mal antun. Und zwar, diese Formel hier, die basteln wir jetzt mal um in die Scheitelpunktform. Also das ist jetzt das Ziel. Das machen wir jetzt mal als Übung. Probiert es mal aus. Und dann werden wir mal sehen, ob der Scheitelpunkt richtig errechnet wurde. Also diese hier in die Scheitelpunktform umwandeln. Macht mal, wir sehen uns dann wieder. So, jetzt haben wir das gemacht. Ausmultiplizieren. Jetzt haben wir x² minus 2x minus 15 als Zusammenfassung. Hier mit quadratischer Ergänzung haben wir noch plus 1 und minus 1 eingefügt. Die minus 1 kommt zur 16 dazu, zur 15 dazu. Und so sieht es aus. Und siehe da, unser Scheitelpunkt bei 1 minus 16 tatsächlich. Hier steht er. Umdrehen, also 1 und hier direkt ablesen, minus 16. Also stimmt das. Aber
Eins sehen wir jetzt. Was ist leichter? In diesem Fall ist es leichter, den Scheitelpunkt mal so auszurechnen, denn das Einsetzen in die Linearfaktorenform ist ganz leicht. Mitte finden, einsetzen, peng, habe ich den Scheitelpunkt und kann schon losskizzieren. Eine Frage? So, und diese Art, einen Graphen aus der Linearfaktorenform zu zaubern, letzten Endes, da machen wir jetzt eine Übung dazu und da werde ich dann wieder einen Verweis ins Video einbauen. Dieses Video mache ich jetzt erstmal dicht, im nächsten geht's weiter.